Geld ist für mich Freiheit ein Stück weit auch. Also in der Freizeit irgendwie Dinge machen und nicht drüber nachdenken, wie viel es jetzt kostet. Dann natürlich auch Lebensqualität und ja. Für mich ist Geld tatsächlich Liebe, würde ich sagen. Wenn du jetzt auf einmal von 0 auf 100 bringt dir genau das Geld, was du davor hattest, absolut gar nichts mehr. Ist gerade schwierige Zeiten, gell? Schwierige Zeiten, nicht wie vor 3 Jahren, ja. Vor der Pandemie. War das früher besser? Früher ist besser, 1000-mal besser. Früher 1000-mal besser. 1000-mal besser. Jeder stellt sich ja nur noch die Frage, wie schaffst du selbst mit dem Geld, was du hast, noch was dafür zu bekommen, um zu überleben? Wenn die Bäckerei gehen, ein Brot 4 Euro, überlege mal, das geht nicht. Was soll ich machen? Wenn du 2, 3 Personen, das ist so viel, ja. Aber. Nur Brot essen oder was weiß ich, ohne was. Kannst Gras essen. Oder Gras essen. Hi Leute, ich bin der Marc, wir sind hier in Stuttgart und wir fragen heute die Leute zum Thema Geld und Bitcoin. Was wissen die Leute über Geld, was wissen die Leute über Bitcoin? Let's go. Servus Jungs. Servus. Random Frage, was ist Geld für euch? Was ist Geld? Boah, schwierig. Ich würde sagen, warmes Wasser, Heizung und was Gutes zu essen. Aha. Und was ist für dich? Einfach ein paar Zahlungsmittel, wo man halt genau das bekommt, was mir hilft. Ja. Und was ist Geld für dich? Geld ist ich einkaufen. Aha. Wenn ich einkaufen oder wenn ich Urlaub. Aha. Und was noch? Ist Geld wichtig? Also ist Geld nicht. Gesundheit ist das Richtigste. Ist das. Wenn du so viel Geld hast, ohne Gesundheit, das bringt gar nichts. Aha. Was ist Geld für euch? Könnt auch überlegen. Ja, ich überleg mal. Oder ist das Geld, das wir haben, ist das aktuell ein gutes Geld? Stichwort, die Preise werden höher, alles wird teurer. Inflation, bezogen auf Ukraine-Krieg, Gas, Krise. Ja. Könnte es sein, dass es auch was mit der Geldmengenerweiterung zu tun hat? In der Corona-Zeit, da wird ja auch sehr viel Geld gedruckt. Das kann schon sein. Ich meine, deswegen gibt es ja jetzt auch viele Zinsen dann. Ja. Dann kann man das Ganze ja wieder ein bisschen runtersetzen an der Geldmenge. War ja schon auch natürlich diese Niedrigzinspolitik. Aha. Aber es eine bessere Alternative gäbe. Was ist denn Geld für dich? Geld ist für mich Freiheit ein Stück weit auch. Also in der Freizeit irgendwie Dinge machen und nicht drüber nachdenken, wie viel es jetzt kostet. Dann natürlich auch Lebensqualität und ja, auch ein bisschen ja, Mittel zum Zweck, sage ich mal. Also natürlich aber auch Macht und was gibt's noch? Ja, also auch Kriege und ja, einfach Streit. Ja, ein Machtinstrument. Ja, genau. Ja. Das ist auch ein Stück und weit. Was ist Geld für euch? Ein Zahlungsmittel. Für dich? Für mich ist Geld tatsächlich Liebe, würde ich sagen. Und wie kommst du darauf, dass Geld Liebe ist? Weil man damit Sachen machen kann, womit man auch seine Liebe ausdrücken kann, sage ich jetzt mal, wo man sich auch selbst verwirklichen kann, seine Träume leben kann. Genau, deswegen. Also auch eine gewisse Form von Wertschätzung dann? Ja, eine Energie, ich sag's mal so. Ja. Eine Energie und die Energieform ist Liebe. Und hast du schon gemerkt, gerade werden die Preise immer teurer? Ja, stimmt. Hast du gemerkt? Überlege mal, ja, überlege mal. Diesel ist 1,80. Ja. Also, was soll ich sagen, letztes Jahr oder was weiß ich, vor der Pandemie, ungefähr 1,10 oder 1,15, 1,18 hat es jetzt fast 50-60% teuer. Alles sind toll, alles sind so. Und hast du schon mal gefragt, woran das liegt? Nee, habe ich nicht gefragt. Aber uns, also zum Beispiel, unser Lohn oder Abrechnung oder was kommt monatlich, das bleibt vielleicht. Kommt da 50% mehr oder was weiß ich, das bringt gar nicht. Ja. Und was machst du dann dagegen? Das heißt, was macht man jetzt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn hier nur eine arbeitet, nur eine, und dann, also das kannst du nichts machen. Aha. Müssen beide arbeiten muss, gehen? Muss beide arbeiten, oder Frau oder Männer muss beide. Wenn beide, ich kann schon Urlaub machen, alles machen, einkaufen, gut einkaufen und sowas. Aber allein ist es ganz schwierig.
das Geld, das wir aktuell haben, würdet ihr sagen, das ist ein gutes Geld? Boah, aktuell finde ich überhaupt nicht. Aha. Wieso? Ja, man kann es falsch einsetzen. Aha. Ist zum einen, ja. Und aktuell bringt es ja halt nicht wirklich viel. Aktuell sehe ich, wie man dachte, dass man mit Geld so viel haben kann. Und jetzt auf einmal von 0 auf 100 bringt dir genau das Geld, wo du davor hattest, absolut gar nichts mehr gefühlt. Du meinst, weil es immer weniger wert wird? Der Standard ist ja auf einmal sonst. Aha. Ja, also Stichwort Inflation wahrscheinlich auch. Ganz die Preise werden teurer. Ganz genau. Okay, und das Geld, das wir aktuell haben, würdet ihr sagen, das ist ein gutes Geld oder eher nicht so gut? Kommt drauf an, was man daraus macht, würde ich sagen. Also zum Beispiel Stichwort, die Preise werden immer teurer. Habt ihr schon gemerkt, dass alles teurer wird? Ja, aber muss man mehr verdienen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum alles teurer wird, wie das zustande kommt? Inflation, ja. Wo kommt die her, habt ihr es euch mal gefragt? Also hat es vielleicht was damit zu tun, in der Corona-Zeit wurde auch sehr viel Geld gedruckt. Hat es vielleicht damit zu tun, dass die Geldmenge erhöht wurde? Oder liegt es an externen Faktoren, Krieg oder... Ich glaube, da spielt vieles miteinander, oder? Zusammenspiel von allem. Krieg, Corona macht auf jeden Fall auch was. Ja. Also wie wäre das zum Beispiel, wenn wir ein begrenztes Geld hätten, das man nicht einfach auf Knopfdruck erweitern könnte? Wäre das vielleicht eine Alternative, dass es vielleicht besser wäre? Ja, wir haben ja nicht ohne... Könnte man eine starke Deflation haben, oder? Weiß ich nicht, ob das so viel besser wäre. Mhm. Hat Vor- und Nachteile. Ja, vielleicht zum Beispiel Thema Bitcoin, wäre das vielleicht eine Alternative, weil Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen, das kann nicht einfach jemand aus Knopfdruck erweitern. Kann ich mir persönlich weniger vorstellen. Okay. Ja. Habt ihr euch schon mal gefragt, woran das liegt, dass die Preise immer teurer werden? Also, dass das Geld an Wert verliert? Ja, die Frage, die haben wir uns bestimmt schon gestellt und ich glaube auch, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, versteht man auch, wieso es so ist. Die Frage ist ja nur, wie schaffst du, jeder stellt sich ja nur noch die Frage, wie schaffst du selbst mit dem Geld, was du hast, noch was dafür zu bekommen, um zu überleben? Mhm. Ist halt schwierig. Aber ja, wenn man sich die Frage genauer stellt und sich da reinliest, bekommt man bestimmt eine Antwort. Hast du eine Antwort darauf oder hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Ich glaube, da kann ich keine pauschale Antwort abgeben. Das sind mindestens 20 verschiedene Faktoren, wo damit einfließen. Wenn ich da jetzt irgendeine Antwort geben würde, die wird nicht mal ansatzweise das abdecken, was der wirkliche Grund dafür ist. Kommst du aus der Türkei? Ja, ich komme aus der Türkei. In der Türkei ist dann noch viel schlimmer, oder? Noch schlimmer. Aha. Türkei ist fast kommt jeden Tag, also Preis ist höher. Aha. Jeder hat eine Liste, die, wenn was kauft, die guckt erst Liste drauf. Aha. Heute ist wie viel kostet ungefähr. Ist komisch aber. Ja. Und Diesel ist, also überlege mal, dort, wenn einer Rente, der kommt monatlich 7.500 Euro, das heißt 220 Euro, 230 Euro. Und Miete zahlt 10.000. Und das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Alles sind teuer. Okay, wenn die Urlaub gehen, okay. Wenn einer Euro wechselt, der kommt da 30 Tele. Das uns ist günstig. Aber wenn unterleben, ist ganz schlimm. Und deine Freundin in der Türkei, was machen die, wenn die Gehalt bekommen, geben die das Geld sofort wieder aus oder? Ja, alle hat, also hat 4, 5 Karte oder 6 Karte. Ich weiß es nicht, wo kommt das. Wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, kauft das 30 Euro, der gibt dir mit Karte aus. Mhm. Warum? Mhm. Jeder hat 5, 6 Karte. Wenn eine hier Kreditkarte habe, du hast doch eine Limit. Mhm. Und dann wahrscheinlich gibt es keine Limit. Ah, ja. Einfach. Einfach. Also die kaufen einfach. Da raus, da rein, da raus, da rein. Okay. Alles ganz schlimm. Glaubt ihr, dass es was mit der Geldmengenerweiterung zu tun hat, dass in der Corona-Zeit auch sehr viel Geld gedruckt wurde, also die Geldmenge erhöht wurde? Das kann durchaus mit dem Grund sein, ja. Ja, natürlich allgemein, wenn man jetzt Makroökonomie anschaut. Ja. Das fließt alles mit ein. Geldmengendruck ist da eins der Grundvoraussetzungen. Jetzt was, wenn man jetzt keine Ahnung, dass die ganzen Werte von der EZB und was weiß ich mit einfließen lässt, ist das selbstverständlich ein großer Einfluss da drauf. Und habt ihr schon mal was von Bitcoin gehört? Ja. Was habt ihr gehört? So einiges, aber bis dato war es für mich persönlich jetzt noch nicht interessant, ja. Ja, also ich investiere in Kryptowährungen, aber
Ja, es ist jetzt nichts, was ich an die große Glocke hänge. Da muss sich, glaube ich, jeder einfach selber damit beschäftigen. Und was für Kryptowährungen? Einfach breit gestreut, oder? Nee, so breit eigentlich nicht. Ah. Also Bitcoin und Ethereum. Also, genau. Okay. Und was machst du mit deinem Geld, wenn du sparst? Hast du das auf einem Sparbuch, oder? Auf dem Sparbuch auch. Also ich bin da tatsächlich noch sehr klassisch unterwegs. Wir haben Bausparvertrag. Ich bin momentan, wir sind am Bauen, deswegen, also so viel ansparen ist es jetzt tatsächlich nicht. Da ist eher momentan mehr ausgeben. Ja. Und habt ihr denn jetzt schon mal was von Bitcoin gehört? Ja. Was habt ihr gehört? Ja, es ist halt eine Methode oder ein Wert, der nicht unbedingt kontrolliert werden kann vom Staat oder von sonst irgendjemandem, was durchaus interessant macht. Also ist Bitcoin was Gutes? Also ich finde es sehr interessant. Ob es gut oder schlecht ist, ist relativ, aber es ist interessant. Das Geld, das wir aktuell haben, würde ich sagen, ist ein gutes Geld oder eher nicht so gut? Inwiefern? Also jetzt in Bezug auf Deutschland oder? Auch zum Beispiel in Bezug auf Inflation. Die Preise werden teurer. Hast du das vielleicht schon gemerkt, dass alles teurer wird? Ja, also natürlich ist es halt... Das, was wir gerade momentan haben, ist halt, dass die Schere natürlich weiter auseinander geht. Also die Armen, die schon nicht so viel haben, die haben natürlich noch mehr zu knabbern und die, die sich's leisten können, die juckt es nicht so arg. Also insofern, ist es natürlich eine nicht so gute Entwicklung für die untere Schicht, würde ich mal behaupten. Oder für Studenten zum Beispiel auch, wie mich und so. Und wenn ihr jetzt euer Geld spart, wie macht ihr das, auf dem Sparbuch oder? Aktien. Aktien, ETFs und Anleihen. Okay, Anleihen auch? Anleihen auch. Ach krass, okay. Und was dann, Staatsanleihen oder? Aktuell Unternehmensanleihen. Okay. Also und dann, deutschen und amerikanischen Unternehmen. Okay. Und da hast du keine Bedenken, wenn jetzt die Inflation irgendwie 7-8% ist und du dann irgendwie bei der Anleihe nur 2-3% Ertrag bekommst? Nee. Okay. Weil, ist immer noch besser, ich bekomme die 2-3% oder halt jetzt in den meinen Fällen 4-5%. Ja. Als man bekommt im Endeffekt gar nichts oder das, Geld liegt irgendwo rum oder so. Ja. Und Aktien dann, Einzelaktien oder? Sowohl als auch, also sowohl Einzelaktien als auch ETFs. Ah, spannend, ja. Und du? Auch Aktien und ETFs. Cool. Geld drin, ja. Und hast du schon mal was gehört von Bitcoin? Wie bitte? Bitcoin hast du schon mal gehört? Bitcoin? Nein. Ja. Nee. Bitcoin. Was? Das ist ein neue Form von Geld, weil zum Beispiel viele Leute in der Türkei, die benutzen jetzt Bitcoin, weil Bitcoin ist halt, verliert nicht so viel an Wert. Und deshalb benutzen jetzt viele Leute Bitcoin in der Türkei. Aha. Hast du noch nie gehört? Ich hab nicht gehört, nein. Und wenn du dein Geld sparst, wie machst du das denn, auf dem Konto oder? Ja, wenn ich Geld sparst, ich habe Enkelkind, ich gebe mein Enkelkind aus. Und, ja, gut. Ja, was soll ich machen? Ja, voll gut. Ja. Ich bin letzte Woche zurückgekommen, Dienstag, überlege mal, bei uns immer noch 30 Grad. Wenn ich Dienstag morgen früh hier Flughafen... Richtig, aber warum bist du nicht unten geblieben? Meine Frau hat Termin. Gesundheitlich. Ja. Also, sie kommt vorgestern Kontrolle, also jede 3 Monate. Achtung, dieses Video wird präsentiert von Nerdminer. Schaut mal vorbei, www.nerdminer.de. Der schnellste Weg, um Bitcoin spielerisch zu verstehen und gleichzeitig Teil des Bitcoin-Netzwerks zu sein. www.nerdminer.de. Die geilste Bitcoin-Kunst, die gibt's bei Bitcoin Apex. Mega coole Bitcoin-Prints, Originalart und alles mit Bleistift gezeichnet. Unbedingt vorbeischauen, www.bitcoinapexart.com. Mit dem Rabattcode BitcoinHotel5 gibt es sogar noch 5% Rabatt. Und wenn ihr euer Geld investiert, wie macht ihr das? Habt ihr das in Bitcoin investiert oder Aktien, ETFs? Dafür müsste man Geld haben, um es zu investieren. Ja. Wenn es da wäre, ist bestimmt mega die interessante Methode tatsächlich. Ja. Und heute spielt nachher noch der VfB. Ja, genau. Ist mein Geld jetzt drin. Ach, da ist dein Geld. Okay. Also in der Karte auf jeden Fall. Ja. Okay. Gegen wen spielt heute VfB? Hoffenheim. Ah, Derby. Wird ein Sieg. Genau. Wird auf jeden Fall ein Sieg. Cool. Und zum Thema Bitcoin habt ihr da nicht viel zu sagen? Oder ist es für euch was Positives, was Negatives? Oder? Also ich denke, es hat seinen Platz. Ich denke nicht, dass es vielleicht mal das aktuelle Geldsystem ersetzt. Es ist ein Zusatz dazu. Aber da bin ich jetzt nicht so tief im Thema. Ja. Also wenn ich jetzt gerade wieder auf die Frage eingehen, was ist Bitcoin für mich? Ich bin Student. Ich mache schon mein zweites Studium und
ich wäre schon lange wahrscheinlich im Thema Bitcoin schon viel mehr mit drin, aber dadurch, dass ich jetzt schon seit 6 Jahren Student bin, war halt Bitcoin noch nie so ein großes Thema für mich. Für mich war das immer ein Thema so, ja okay, das ist ein Thema für jemand, der zu viel Geld hat, jetzt im Vergleich zum Standard, zu der Standardperson, der nicht weiß, okay, wohin mit dem Geld, nicht investierst, okay, dann wird Bitcoin ein großes Thema. Weißt? Ich bin jetzt 6 Jahre Student, aktuell ist Bitcoin noch kein Thema und ich würde mich wahrscheinlich noch zu 100% mehr reinlesen, wenn ich jetzt ein paar Euros mehr im Monat übrig hätte. Aber das Ding ist, du kannst ja ganz klein anfangen. Du kannst ja theoretisch mit 5 Euro im Monat anfangen und theoretisch hättest du vor 6-7 Jahren, hättest du ja theoretisch die ganze Zeit 5 Euro im Monat rein investiert, dann hättest du wahrscheinlich jetzt schon... Ja, aber ich wüsste wahrscheinlich einfach nicht, was es für ein Ausmaß bedeutet, zu der damaligen Zeit da diese 5, 10, 15 Euro im Monat zu investieren. Diese 5, 10, 15 Euro sind für mich als Student halt schon so wichtig, dass ich sie jetzt mehr investiere, jetzt gerade zum Beispiel hier in ein Stadion zu gehen. Wenn mir wahrscheinlich jemand aktuell wirklich überzeugend zu übermitteln könnte, hey, diese paar Euro, die du hast, wenn du die schlau jetzt zum Thema Bitcoin zum Beispiel investieren würdest, dann würde ich es schon machen. Aber ich bin halt jetzt aktuell noch nicht auf irgendwas gestoßen, was mir genau das gedreht hat. Ja, dann muss ich mal unseren YouTube-Channel abonnieren. Dann. Das machen wir. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, wie das zustande kommt, dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher werden? Ja, natürlich. Also klar, mit über die Steuern und so macht man sich natürlich auch Gedanken und generell auch, ob man vielleicht nochmal, wie gesagt, so eine Reichensteuer einführen sollte oder irgendwie einfach mehr Sozialhilfen für Schwächere, die sich vielleicht eher gerade oder auch die Mietpreise und sowas, also Wohnraum schaffen irgendwie, der günstiger ist. Ich glaube, sowas wäre auch schon mal ein guter Schritt. Okay. Ja. Aber wo kann man besser leben, Deutschland oder Türkei? Wenn du Geld hast, genug Geld hast du unten. In der Türkei? Ja. Aber verdienen ist aber, Geld verdienen ist schwierig in Türkei. Hier arbeiten, hier verdienen und dann leben. Okay, ja. Aber wenn unten verdienen und unten leben, ist ganz schlimm. Ja, verstehe. Das bringt gar nichts. Zum Beispiel schöne Wetter, Strand, Wasser. Aber kein Geld. Wenn keine Geld durchschauen, nicht gucken. Ja, super. Aber wenn du unten was einkommst, merkt ihr alle. Fragst du nicht, wie viel kostet ein Kilo? Sagst du, gib mir ein Kilo, gibst du ein Stück, gibst du was? Fragst du nicht, warum zum Beispiel ein Kilo Apfel 30 Tele? Sagst du nicht, warum nicht 25? Oder okay, gib mal. Guckst du den Preis nicht. Das bringt nicht. Aber und denn, ich kaufe das alles ein Stück, zwei Stück. Oder guck dir Mülltonne. Ich habe so viel gelesen. Ja. Und Verkehr, viel Verkehr, das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Das Ding ist halt, Bitcoin ist ja das best performance der Asset, auch quasi des Jahrhunderts. Bitcoin hat besser performt wie Aktien, besser wie Gold, besser wie dein Sparbuch, besser wie Anleihen. Das heißt, Bitcoin hat eigentlich alles platt gemacht. Natürlich heißt es nicht, dass es automatisch so weitergeht. Aber das ist halt eine ultimative Chance, weil Bitcoin ist halt das Einzige, was absolut begrenzt ist auf 21 Millionen. Und alles andere ist theoretisch immer leichter zur Verfügung und alles weitet sich aus, auch das Geld, was wir sehen, unser Fiat-Geld, weitet sich alles immer aus und deshalb geben natürlich viele Leute Bitcoin in Wert, weil es halt die absolute Begrenzung haben. Ja. Und was gibst du für eine Antwort, wenn Leute dir sagen, es ist zu viel Risiko? Ja, ich sag mal, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch hast, dann wirst du definitiv enteignet. Dein Geld auf dem Sparbuch definitiv verliert an Kaufkraft. Und bei Bitcoin musst du halt wissen, es hat eine gewisse Volatilität, das heißt, es geht sehr viel hoch und runter. Aber historisch gesehen hat es halt immer höhere Hochs und immer höhere Tiefs. Das heißt, es geht volatil nach oben. Und was beim Euro passiert, er hat nicht so eine Volatilität, aber er geht ständig nach unten. Ja. Und das musst du halt wissen. Deshalb, wenn du auch Geld in Bitcoin investierst oder sparst, wir reden eher von Sparen wie Investieren, dann solltest du das nur mit Geld machen, das, was du nicht in den nächsten 4-5 Jahren brauchst. Ja. Weil dann kannst du auch aussitzen, wenn es mal um 50-60% runtergeht. Das ist dann gar kein Problem. Deshalb eigentlich kein Geld reinstecken, das du schnell verfügbar brauchst. Ja. Und hast du schon mal was gehört vom Thema Bitcoin? Hast du schon mal was gehört von Bitcoin? Ja, aber schon, aber ich bin nicht so in der Materie drin, muss ich sagen. Okay, und wenn du dein Geld anlegst, wie machst du das auf dem Sparbuch oder Aktien, ETFs? Aktien bzw. Fonds habe ich schon. Aber ja, also in Bitcoin habe ich tatsächlich noch nicht investiert. Weil jeder hat das Problem,
wird Geld. Immer weniger wert. Und, ja, ja, also und jetzt muss man halt irgendwas mit seinem Geld machen. Je weniger verdienen, je weniger verdienen. Alles ist alles, alles in Höhe, alles teuer. Ja. Alles teuer. Und das Ding wie ist. Lang, wie lang noch das so weiter? Glaubst du, da gibt es eine Lösung oder es wird irgendwann mal aufhören oder geht es immer so weiter? Oder? Ich weiß, so wird es immer so weiter. Immer so weiter? Ja, bestimmt. Aha. Bleibt nicht. Aha. Ich glaube nicht. Aber früher. Die ganze Welt so, nicht wie hier zum Beispiel, nicht wie Türkei. Alles sind so. Gucken wir mal. Russland, Ukraine. Und jetzt kommt der Krieg Israel und Palästinenser. Mhm. Denn trotzdem, jetzt kommt Petrolkrise, Ölkrise oder was weiß ich. Das automatisch hoch. Ja. Das heißt, es ist genauso Risiko, wenn ich nicht investiere, wie wenn ich investiere. Es ist sogar noch, theoretisch noch mehr Risiko. Ja. Das heißt, du kannst dir jetzt überlegen, gehe ich mit 1%, mit 5%, mit 10% in Bitcoin, aber die falsche Allokation ist 0%. Ja. Bei Bitcoin ist halt auch sowas wie eine Versicherung. Wenn dir dein Bankkonto gesperrt wird, hast du immer noch ein System außerhalb von dem staatlichen System, wo du operieren kannst. Du bist immer... Ja, kannst immer Sachen empfangen und versenden. Das heißt, es ist auch sowas wie eine Absicherung, auch wenn du sagst, du siehst es nicht als Finanzasset. Ja. Sehr interessant. Ja, deshalb, wir sagen halt immer, informiert euch über Bitcoin. Wir sagen nicht, kauft Bitcoin, aber informiert euch drüber. Und das ist halt schon eine sehr, sehr gute Chance, die wir jetzt noch haben, weil wir können halt auch das erste Mal quasi die Wall Street frontrunnen. Ja. Und so eine Möglichkeit hatten wir noch gar nie, weil wir halt noch so früh sind. Das ist wie wenn du damals... theoretisch ins Feuer investieren hättest können. Ja. Na gut, dann werden wir jetzt halt Thema Bitcoin zum ersten Mal so richtig an mich ranlassen, indem ich dann deinen Kanal. Genau, sehr geil, sehr geil. Und VfB wird dann halt bestimmt auch noch gewinnen und dann... Dann investieren wir. Genau, sehr, sehr geil. Ist gerade schwierige Zeiten, gell? Schwierige Zeiten, nicht wie vor 3 Jahren, vor der Pandemie. War das früher besser? Früher ist besser, 1000-mal besser. Früher 1000-mal besser. Weil früher musste nur einer arbeiten, dann mussten nicht alle arbeiten. Ja, wenn du einen arbeitest, nicht so, also mittig nicht so teuer und zum Beispiel Benzinkosten ist nicht so. Wenn du Bäckerei gehen, ein Brot 4 Euro, überleg mal, das geht nicht. Was soll ich machen? Wenn du 2, 3 Personen, das ist so viel, aber. Ja, ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig. Und das Ding ist halt, dein Gehalt, das steigt halt nicht. Die Preise steigen, aber dein Gehalt steigt nicht. Und Nein, das ist das Problem. Ja. Preis steigt an, aber unser Lohn bleibt. Ja. Aber das Ding ist halt, der, wo halt den Lohn gibt, der hat auch höhere Kosten. Also wenn eine Rente und eine Rentnerin 1300, 1400, das kannst du nicht hier leben. Wenn du Miete zahlst 800, 900 Euro, das kannst du nicht machen. Nur Brot essen oder was weiß ich. Ohne was. Kannst Gras essen. Oder Gras essen.